So, und weiter geht's im nächsten Level. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Eben haben wir das verlorene Tal hinter uns gebracht. Und jetzt sind wir... das sieht irgendwie... Okay, das sah gerade ein bisschen nach Lava aus. Ist nur die Beleuchtung. Aber ganz cool mit diesen Statuen. Haben sie eigentlich gut gemacht. Die Augen sind ein bisschen anders, aber sonst. Hier die Wandgemälde, die Wandzeichnung. Die sind jetzt ein bisschen detaillierter, da erkennt man mehr. Da war aber auch vorher nicht wirklich viel zu erkennen. Aufgrund dieser unheimlich niedrigen Auflösung. Guckt mal. Okay. Von da kamen wir. Da ist eine verschlossene Tür. Mit einem... Irgend so ein Hahn drauf. Okay. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Oh! Lauf, Lara, lauf, 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 lauf. Und hier nach links ausweichen. Ich bin nicht einfach nur ein Fels. I'm a boulder. I'm a boulder. Watch me, ah, da ist das Dingsbums, das wir für die Tante aus der Videokonferenz besorgen sollen. Das Zion, oder wie das heißt. Für die Nadler-Tante. Okay, da muss ja eigentlich jetzt... Von da kamen wir, da können wir auch nicht mehr weiter. Da ist jetzt der Boulder drin. Dann müssen wir jetzt eigentlich hier durch. Aber wie? Kann ich das hier ziehen? Nee, sah nur so aus, als ob ich hier jetzt irgendwie... Okay, da komme ich nicht durch. Hier fehlt mir irgendwas. Ja. Ah, okay, hier sieht man auch, wie die nachträglich so diese Löcher in der Decke eingefügt haben, um Lichtquellen zu schaffen. Damit man ein bisschen Beleuchtung hat. Das sieht man hier ganz gut, weil hier keine Lichtquelle und da ein Loch da oben. Okay. Ach, was muss ich jetzt hier machen? Ah, hier ist ein Hebel. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Wo kommen die plötzlich her? Komm, ich lade nochmal. Ich habe nicht gespeichert. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich hab nicht gespeichert, meine Freunde. Ich hab nicht gespeichert. Ich hab mir dann Floppy gemacht und nicht gespeichert. Haha, ja. Toll, Floppy, wir sind also stolz auf dich. Du hast das hast du super gemacht. Nicht gespeichert. Yay! Wir wollten alle nochmal das letzte Level sehen. Deswegen gucken wir dich, weil wir das letzte Level sehen wollten. Okay. Hier lang. Da durch. Okay. Dann speichere ich gleich direkt nochmal. Am Anfang des Levels. Okay. Ach, der Hebel ist noch gar nicht da. Der kommt erst. Ah, nee, da ist er. Hebel. Und.
Wieso kommen die aus der Wand? Glitschst du in der Wand? Ja, der glitscht in der Wand. Dann machen wir es nochmal. Jetzt zieh doch mal, Lara. Nee, komm, das mache ich nochmal neu. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Schade, dass ich den nicht treffen konnte, als er noch in der Wand gesteckt hat. Hopp. Okay, jetzt funktioniert's aber. Das Zielen funktioniert gar nicht so ideal. Okay, dann gehen wir doch mal hier hoch und uns den Boulder. Ah, hier ist jetzt auch offen, oder? Ah. Okay. Hier ist das. Hier oben ist der Raum mit dem Sion. Da kommen wir nicht lang. Dann gehen wir doch mal hier lang. Okay, hier können wir alle Richtungen. Das speichere ich doch mal. Und dann gehen wir mal hier lang. Okay, was haben wir hier? Okay. Was macht der Hebel hier? Der verstellt die Plattform da. Okay, was kann ich hier machen? Kann ich da hochspringen? Nee. Kann ich da hochspringen? Auch nicht. Ich zieh noch mal den Hebel hier. Gibt's hier noch einen Hebel in dem Raum? Von da kamen wir. Da ist der Hebel. Aber was bringt uns das jetzt? Vorsichtig, Lara. Okay. Oh. Ah, fast. Fast. Drücken können wir den auch nicht, oder? Nee, der ist zu groß und zu schwer.
Hier. Ah, ich darf da auch nicht mal reinlaufen, okay. Dann bekommen wir auch Schaden, wenn wir da einfach so reinlaufen. Ich dachte, wir bekommen nur Schaden, wenn wir da drauf fallen. Okay, dann gehen wir nochmal. Was ist, von da kamen wir. Wir gehen mal hier nach geradeaus und gucken uns da mal um. Okay. Okay. Schieb weiter, Lara. Okay, kann man nicht weiterschieben. Ah, da ist noch. Okay. Jetzt finden wir hier einen Hebel. Okay, eine Tür hat sich geöffnet. Hier ist jetzt irgendwas passiert. Ja, toll. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Da hätte mir jetzt die Kamera ein bisschen entgegenkommen können. So, dann hier drücken. Oh, die Kamera ist gerade. Okay. Oh, ich sehe gerade überhaupt nichts. Ups. Und jetzt? Okay. Hat das jetzt funktioniert? Okay, eine der Türen scheint jetzt offen. Von da kam ich. Da gibt es scheinbar mehrere Türen hier. Ach nee, die ist wieder zu. Oh Mann. Hm, was ist das? Hier ist ein Hebel. Und auch wieder eine. Ah. Okay. Oh, die Kameraperspektive ab und zu ist echt. Ist hier was? Nee, es hat nur so geglitzert. Okay, hier können wir ziehen wieder. Scheint zumindest so. Kamera! Okay, das kann ich ziehen. Ja. Die Kamera ist ab und an echt gar nicht so geil platziert. Kann ich das jetzt drücken? Ja, und jetzt kann ich da durch. Okay.
Okay. Also der Kameramann hat echt einen Oscar verdient. Medkit. Okay, da geht's nach unten. Und hier ist wieder ein Hebel. Okay. Ich speichere mal, dann springe ich mal da runter und guck, was da unten ist. Ist das eine Falle oder ist das... Ach nee. Okay. Damit kommen wir nur wieder hier hin. Ich hatte das Gefühl, dass hier der Hebel... Ach, das ist der Raum. Nee, der andere Hebel, dass der irgendwie nicht reagiert hat. Nicht der, sondern... der? Ja. Ich speichere nochmal, dann springe ich nochmal darüber und spiele nochmal ein bisschen mit dem Hebel da. Hebel. Okay, jetzt kommt das Tor runter. Hebel. Jetzt kommt das Tor hoch und bleibt oben. Okay, dann. Okay. Oh, Kamera. Es gibt so Momente, ich finde, da sollte die Kamera in die First-Person-Perspektive wechseln, weil man echt nur Laras Hinterkopf sieht. Und das bringt dir dann echt so gar nichts. Okay, hier irgendwas Neues. Okay, ein Tor müssen wir noch öffnen. Was ist da oben? Ist es da noch zu? Ja, da ist noch zu. Okay, aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Jetzt müssen wir uns hier um den anderen Raum kümmern. Um den hier. Laufe ich gerade richtig? Ja, ja, um den hier. Wupp. Wuppdidu. Vielleicht bringt das uns jetzt sogar mehr. Ich glaube zwar... Nee, ich glaube, die Ursprungsposition ist sinnvoller. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier muss man wirklich den Sprung schaffen, den ich die ganze Zeit nicht schaffe. Da hinten hinspringen, das kann ich vergessen, das wird nichts. Da habe ich viel zu wenig Anlauf. Nee, das bringt überhaupt nichts. Also doch die andere Position. Hebel. Und dann probieren wir es nochmal. Kann ich von hier aus dahin springen? Probieren kann ich's. Nee, 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 das war nix. Darüber springen, das muss ja dann die Lösung sein, aber das macht sie nicht. Ah, okay, kann ich hier hoch? Nee.
Wir müssen da hoch auf diese Position. Weil dann können wir von da mit Glück dahin springen. Aber auf jeden Fall können wir dahin springen, da hoch. Ach komm, einmal probiere ich es nochmal. Ah, fast. Das ist, weil ich so schräg aufkomme. Ich müsste den irgendwie gerade zu fassen kriegen. Okay. Komm. Ah, Mann. Kacke. Einmal noch. Dann fluche ich laut und dann beende ich wahrscheinlich die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es sei denn, ich schaff's, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Nee, ich habe grandios verkackt. Dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge. Haltet die Ohren steif und denkt immer dran, ich liebe euch. Und wenn ihr mich auch liebt, dann klickt unten auf Like oder auf Abonnieren. Insofern ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann macht das gefälligst. Sonst steht Lara Croft heute Abend bei euch im Schlafzimmer. Und je nachdem, was ihr dann macht, das hängt davon ab, ob ihr mich abonniert habt. Also, wollt ihr da lieber draufklicken und mich abonnieren, damit ihr was Schönes mit euch macht. Ansonsten ballert ihr euch mal richtig schön in den Arm. Tschüss.